in der Erinnerung kommen immer wieder die Stufen und an der Tür ziehen. Ja, man erinnert. Mitunter schon mal schwierig, das können wir aber mit Fug und Recht behaupten, dass es bei uns also über die Maßen harmonisch abläuft, Gott sei Dank. Wir als Unternehmen konnten es uns nicht leisten, die Stockschulfahrzeuge noch zu betreiben. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Fahrzeuge kosten halt viel Geld im Unterhalt. Sie müssen ja regelmäßig betrieben werden, sonst lohnt sich das nicht. Also, was sollen die Fahrzeuge in der Halle stellen und zweimal im Jahr eben zum Showfahren rausholen, das wäre ja unsinnig. Insofern sind wir sehr dankbar, dass der Verein diese Aufgabe übernimmt. Wir würden trotzdem auch, was wir gestern noch sagen können, ja, wir haben auch noch Storage-Fahrzeuge, die unsere Geschichte widerspiegeln. Parat machen, dass die Eltern auch da waren. Wir offen sind eine Geschichte an, damit die Türkei wie toll das ist. In der heutigen Zeit ist es natürlich so, dass die Leute immer. Das heißt, den Führerschein macht man zum Beispiel über pensionierte Fahrlehrer. Genau, bei richtig. Der ja. Und wir stellen sozusagen den hier Fahrstromgelände. Geht ja sowieso, das ist ein bisschen schwierig. In der Außenwahrnehmung, sage ich mal, das Verhältnis Bogesta und Verein. Nach außen hin gibt es ja keinen Unterschied. Das heißt, der Verein könnte ja ohne die Bogesta gar nicht aktiv sein, auch ohne Gleise, kein Fahren. Die Fahrzeuge gehören zwar dem Verein, also sind Eigentum des Vereins, deswegen ist aber trotzdem das ohne eine gemeinschaftliche Anstrengung gar nicht umsetzbar. Also ein bisschen die Technik, Geschichte, auch die Tradition des Unternehmens in die Jetztzeit zu transportieren. Das geht ja gerne schon mal so ein bisschen verloren, wenn man in den modernen Zeiten, muss ja alles schnell gehen, muss auch komfortabel und modern sein, ist ja alles in Ordnung, aber trotzdem hat ja auch alles, in der Zukunft braucht man auch eine Herkunft. Also insofern sehen wir uns ein bisschen in der Pflicht, das zu pflegen und auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Deswegen sind wir in den Sommermonaten auch jedes Wochenende mit den historischen Fahrzeugen unterwegs. Das haben Sie wahrscheinlich ja auch schon mal mitgekriegt, immer jedes Wochenende auf einer anderen Linie. Arbeiten da beispielsweise mit den Kollegen der EFAG zusammen. Das machen wir an dem ersten Samstag im Monat. Gibt auch sonst einen Hof noch, weil es egal hier steht. Hartet ab für den Winter. Guten Tag. Hi. Hallo. Hi. Hi. Okay. Genau, weil also hier wird also mit null Elektronik unterstützt. Es ruckelt auch ein bisschen. Wenn Sie Lust und Zeit haben, können wir auch gleich mal so ein paar Meter rausfahren, damit Sie mal so ein Gefühl kriegen. Dann fahren wir mal Richtung Höhenkopf. Deswegen wird also die Fahrschule, diese historischen Fahrschulen waren ja auch schon bald 50 Jahre alt, im Rahmen der Schule gerne mal für die ein oder andere Auswahl, damit man einfach ein Gefühl für die Fahrphysik hat. Ein M-Wagen, so wie er in der Ursprungslackierung war, in Rot-Weiß, die damaligen Stadtbahnfarben, also quasi die Nachfolgegeneration zu dieser Geschichte hier. Ja, hier macht man alles noch wirklich manuell. Hier hat man den Schaltknüppel, über den man beschleunigt und bremst. Man hat dann hier noch Übersicht über die, ich kann das auch mal so demonstrieren. Also hier, halt in welcher Fahr- und Bremsstufe man sich befindet. Das ist der Zündschlüssel, wenn man so will. Wir haben ja zwei Motoren. Da kann man also im vorderen Teil und im hinteren Teil, man kann also entweder mit beiden fahren oder noch mit einem, falls meiner kaputt ist. Ja, und dann hat man ja so ein paar nützliche wie Türsteuerung, Kontrolllampen. Die Feststellbremse, Scheibenwischer haben wir auch. Und das sind die Magnetschienenbremse. Das heißt, wenn es rutscht in so einer Situation, gehen wir nochmal ganz schnell. Da hören Sie, da fallen Magnete auf die Schiene und dadurch bleibt man also relativ sportlich stehen. Deswegen immer gut festhalten mit den alten Bahnen. Und da ist die Bremse nämlich etwas besser als die neuen. Kann man fast sagen. Ja. Eigentlich sehr familiär. 1, 2, 3.
letzten Samstag die Nachschub gemacht und dann bin ich 6 Uhr nach Hause gekommen. Ich kann es bis zur Halbzeit gefahren. Entweder ist die Anlage in Störung gefahren oder die haben sie mitbekommen. Der war aber sowieso am Die ist in Störung gegangen. Der war wohl links drin, jetzt kommt er nach rechts. Ja, du löscht hier erst hier vorne die Anlage, ne? Wenn du so weit drin bleibst. Ich habe ungefähr mit den 96 3 Meter Abstand von der Haltelinie. Ne? Wenn du nämlich mit 96 bis zur Haltelinie fährst, dann bist du ausgezählt. So, deswegen wahrscheinlich. Dann geht die Anlage in Störung. Thank you.